Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich nehme euch heute wieder mal durch den Tag mit vier Kindern, mit Haushalt, Familienleben und so weiter. Wir haben heute einen Wochenendtag, es ist noch relativ früh, es ist 8. Wir haben gerade gefrühstückt, die Kinder sind schon wieder super fleißig beim Spielen. Ja, und ich werde mich mal heute dem Haushalt widmen. Gestern waren wir ein bisschen unterwegs. Ja, es ist einiges liegen geblieben, wenn man auch nur einen Tag nicht macht, weil so viele Kinder. Auf jeden Fall ist Wäsche dran, ein bisschen aufräumen, die Bäder machen und so weiter. Also ein bisschen Haushaltsmotivation ist heute sicher auch dabei. Und nachher haben wir nämlich auch noch was vor. Also ich mit den Kindern, mit den Älteren rein. Wir möchten nämlich ins Theater gehen. Also mein Mann wird dann beim Jüngsten bleiben. Und wenn euch das Video gefällt, ich freue mich immer über ein Like, über eure Kommentare. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und wir starten mal los. Das war übrigens noch kurz unser Frühstück. Also am Sonntag machen wir das oft so. Das ist eben für uns alle auch erholsam. Da geht mein Mann einfach zum Bäcker und dann gibt es bei uns Brötchen zum Frühstück und niemand muss was vorbereiten, in der Küche stehen. Die Küche ist derzeit eine Baustelle, da ist auch eine Absperrung, die kann ich jetzt nicht machen. Deswegen werde ich mal mit der Wäsche anfangen. Die wartet auch auf mich zum Verräumen. Das mache ich manchmal selbst, manchmal lasse ich die großen Mädchen selber einräumen, aber hin und wieder schaue ich gern durch die Schränke und ordne ein bisschen durch, dass dann quasi nicht alles durcheinander kommt, weil so wie sie es einräumen, gibt es dann mit der Zeit oft ja so ein bisschen Unordnung. Man sieht bei den langärmeligen T-Shirts, ist es recht ausgedünnt, der Vorrat. Deswegen waren wir auch einkaufen gestern, ein bisschen Kinderkleidung für den Winter. Kira ist hier schon ganz toll weit gekommen mit ihrem Einhorn. Wenn ich jetzt ihre Wäsche dann reingebe, werde ich bei ihr auch noch ein bisschen durchsortieren, weil mir ist aufgefallen, dass viele von den T-Shirts ihr gar nicht mehr passen oder ein bisschen zu klein sind. Dann werden wir vielleicht ein bisschen was schon rausräumen. Kira hat jetzt viel Beschäftigungsmöglichkeiten mit kleinen Spielsachen, die sie zum Geburtstag bekommen hat, also von ihren Freundinnen. Und diese Glittersteinchenbilder zum Aufkleben finde ich selber auch toll, total entspannend irgendwie gesagt, als Aktivität. Die haben wir jetzt zum ersten Mal probiert. Und ja, bei den T-Shirts, da sind wir gestern ein bisschen einkaufen gewesen, weil mir aufgefallen ist, dass die T-Shirts, die die Kinder am liebsten anziehen, teilweise schon zu klein waren und andere ziehen sie dann wiederum nicht an, die sie haben. Ja, und die Kinder haben gestern mit einer Menge Badesachen gebadet, Badezubehör. Also sie haben das von die Kiste von oben aus unserem oberen Badezimmer genommen mit dem Badespielzeug. Dann, wie ich sehe, auch ein paar Flaschen Badeschaum gebraucht und Dinge aus der Küche auch noch. Und ja, unser Toilettenpapier, das ist noch übrig geblieben vom Mumienwickeln von Kiras Geburtstag und wird dann hier einfach aufgebraucht. Dann habe ich gleich mal mit dem Badezimmer weitergemacht, weil ich sowieso auch die Wäsche runtergetragen habe. Dann die schmutzige aus dem Bad, beziehungsweise auch die alten Sachen, die wasche ich dann oft einmal noch durch, bevor sie dann in einen anderen Schrank kommen, wo sie darauf warten, irgendwie weiterverkauft oder weiterverwendet zu werden, weiter verschenkt vielleicht. Ja, das kleinere Bad, das ist bei uns so die Hochfrequenzzone, das versuche ich täglich ein bisschen so vorbeigehen, ein bisschen zu reinigen, das Waschbecken, die Toilette. Und hin und wieder nehme ich aber wirklich auch Zitronensäure und habe jetzt damit ein bisschen alles abgeschrubbt, wo eben Spritzwasser hinkommt. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Bei diesen Fliesen, da sieht man es nicht so, aber letztes Mal, als ich sie gründlich geputzt habe, da muss ich richtig schrubben, muss ich mit dem Ceranfeldschrubber richtig ran und das ja manuell entfernen, den festen Kalk und so weit will ich es nicht wieder kommen lassen. Und hin und wieder, wenn man das mit Zitronensäure pflegt, dann bleiben die auch schön glänzend und kriegen keine Kalkrückstände. Die Wäsche, die habe ich dann gleich mal sortiert. Bei uns gibt es immer nur dunkel und hell, meistens aus Zeitgründen. Und auch die tolle Angewohnheit, die Socken in einen Wäschesack zu geben, dazu kann ich mich auch immer noch nicht durchringen. Ich wurde jetzt Probiertätigkeiten zugewiesen, nämlich Taya und Timon haben tatsächlich schon wieder was gebacken. Das sind meine besten Muffins der Welt! Und diesmal mit Lebensmittelfarbe. Sie passen zu Halloween, sind sie dunkelgrün. Aber sie meint, sie sind bisher ihre besten Kreationen geworden. Oh, schmeckt nicht schlecht, ja. Die machen sie immer für 4 Minuten in der Mikrowelle in diesen Mini-Förmchen, das klappt ganz gut. Wir hatten schon Probleme mit zu viel Backpulver, dann waren sie salzig, zu wenig Backpulver, dann waren sie wie Gummi. Aber die hier sind, glaube ich, flaumig geworden. Ja, ein Foto. Yes. Kira hat die Kreation von Taya fotografiert. Mit ihrer neuen Kamera, die sie zum Geburtstag bekommen hat. Da möchte sie eine Collage mit verschiedenen Fotos machen dann später.
Taya ist, also die hat schon immer gerne gekocht und gebackt und seit kurzem darf sie dann auch wirklich selbst irgendwelche Sachen zubereiten und richtig auch mit einem nicht so scharfen Messer umgehen oder mit der Mikrowelle zum Beispiel und ja, mit Lebensmitteln. Da ist sie gerade so im Feuereifer und probiert verschiedene selbst ausgedachte Rezepte aus. Meistens macht sie irgendwelche Muffins, manchmal aber auch Obstsalat und ähnliches. Und wir haben mit ihr eben die Vereinbarung getroffen, dass dann auch die Küche wieder aufgeräumt wird. Und da ist sie eigentlich auch bisher ganz fleißig. Aber natürlich muss Mama nachher nochmal ran und ja, zumindest auch das Frühstücksgeschirr. Dafür bin ich zuständig, das zu verräumen und ein bisschen alles abwischen. Und jetzt werden wir noch Bettwäsche wechseln. Also wir schauen mal, wer früher fertig ist von den Kindern. Schafft ihr das alleine? Ja. Nein! Doch, ja. Aber wer jetzt früher fertig ist? Na gut. Wir haben nämlich richtig, richtig hübsche Bettwäsche. Die habe ich... Das war ein Spontankauf bei Aldi. Die habe ich gesehen, die war vergünstigt und richtig hübsch. Und wir haben nicht so viel Kinderbettwäsche und eigentlich generell nicht so viel Bettwäsche. Und ein Set mehr, finde ich, kommt da gerade recht. Und zwar, die gefällt mir, weil die kann man theoretisch auch, also das war jetzt keine explizite Kinderbettwäsche, sondern die kann man eigentlich für alle verwenden. Ich finde die richtig toll, nicht zu bunt, aber richtig fröhlich. Den Kindern gefällt es. Die können sie auch noch lange verwenden, also die ist nicht zu kindlich oder so mit irgendwelchen Comicfiguren, sondern eben geht auch bis ins Teenageralter. Die Kinder haben dann selbst gewechselt, das finde ich super, vor allem bei den Hochbetten bin ich froh, dass ich da nicht mehr raufklettern muss. Ich habe dann schon das Mittagessen vorbereitet für nach dem Theater. Wir waren ja in einer Vormittagsvorstellung. Haben erst später gegessen, aber mein Mann und Quinn brauchten sie auch schon in der Zwischenzeit. Ich habe eine Tomaten-Karottensuppe gekocht. Wir hatten noch relativ viele Karotten eingefroren, die ich schon geraspelt hatte, also habe ich die gleich verwendet. Und dazu habe ich noch ein paar pürierte Tomaten gegeben und eine Zwiebel. Und dann noch ein bisschen Sahne. Und seit ich die Cremesuppen bei uns immer so ein bisschen durchsiebe, nicht nur mit dem Stabmixer mache, sondern noch feiner, da essen sie Kinder sie viel lieber, seit sie wirklich keine Stückchen mehr haben. Und damit wir dann im Theater keinen Hunger hatten, habe ich noch einen Smoothie für uns alle gemacht. Ja, für uns geht's gleich los ins Theater. Das ist so ein Kinder-Mitmach-Theater, wo man zusammen mit den Schauspielern auf der Bühne einen Fall lösen muss. Also es ist eine Kriminalgeschichte und die Kinder ermitteln sozusagen auch mit und gehen dann auch auf die Bühne. Ich hoffe, ja, für Timon ist es auch schon interessant. Er wollte auf jeden Fall unbedingt mitkommen. Er ist ja schon 4,5. Ich glaube, das wird ihm auch gut gefallen. Und Quinn bleibt da und spielt dabei im Garten mit dem Papa. Und ich habe auch was gekocht, was man einen Teil jetzt essen kann, die Suppe. Das können sie dann schon machen und dann wird er schon wahrscheinlich schlafen gehen, weil wir werden wahrscheinlich erst kurz Nachmittag kommen und dann spätes Mittagessen alleine essen. Generell startet für uns jetzt eine coole Woche. Jetzt nächste Woche haben wir schon Herbstferien, da freue ich mich schon drauf. Also da werden wir sicher was unternehmen. Ich habe auch Geburtstag in der Woche, nächste Woche. Wobei, wir werden ja nicht großartig feiern, aber vielleicht irgendwie ja, auch wieder eine Familienunternehmung machen an dem Tag. Zusätzlich habe ich mir 2 Tage eher freigenommen, als die Herbstferien anfangen. Das war irgendwie ein Versäumnis meinerseits. Letztes Jahr waren sie ein bisschen länger und dieses Jahr fangen sie aber erst mit dem österreichischen Nationalfeiertag an. Das heißt, die ersten 2 Tage gehen die Kinder noch in die Schule. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich werde den Urlaub nicht mehr stornieren und einfach was Schönes unternehmen, ganz ohne Kinder. Und vielleicht auch mit meinem Mann einmal auf jeden Fall. Ja, es wird spannend und vielleicht habe ich dann noch ein bisschen Zeit, die eine oder andere liegen gebliebene Ecke richtig zu putzen bzw. aufzuräumen in Haus und Garten. Also das heißt, nächste Woche habe ich auf jeden Fall schon viel geplant, auch für was ich dann als Video dann euch zeigen kann. Aber heute geht es dann erstmal los ins Theater für uns. Ja, das war so ein Improvisationstheater, wo die Kinder quasi ganz aktiv mitgestaltet haben, wie es weitergeht bei dem Kriminalfall. Es war ja mehr lustig als spannend, aber den Kindern hat es gut gefallen und ja, es war mal eine neue Erfahrung. Sie waren dann schon ziemlich hungrig, als wir heimgekommen sind und mein Mann hat gerade Quinn ins Bett gebracht und wir haben dann noch gegessen und ich habe noch ein bisschen Toast angebraten in der Pfanne dazu, quasi noch als Sättigungsbeilage. Bei uns ist es an den Suppentagen so, dass die Kinder relativ bald wieder einen Nachmittagssnack brauchen meistens und den habe ich dann auch gleich vorbereitet und zwar machen wir gerne so einen Kinder-Tiramisu, nennen wir das. Also wir nehmen Biskotten und dazu ein bisschen griechischen Joghurt mit Philadelphia ungefähr halb-halb und dazu Himbeeren oder in dem Fall eben Tiefkühl-Himbeeren und ein Päckchen Vanillezucker.
Das wird dann eben aufgeschichtet, so portionsweise wie bei Tiramisu. Erst eine Schicht Biskotten, dann eben die Creme und dann nochmal Biskotten, nochmal Creme und dann zum Abschluss ein bisschen Kakao. Und wenn man das ein bisschen stehen lässt, dann wird das genauso weich und schön wie Tiramisu und die Kinder essen es sehr gern. Und dann wollte ich auch noch kurz zeigen, was wir gestern mitgebracht haben. Wir waren in einem Einkaufszentrum, aber ja, ich finde, wenn man das mit Kindern macht und vor allem, wenn man mit so vielen Kindern geht, dann ist es besser, man hat schon quasi sich vorgenommen, wo man hin will, macht das schnell und dann wieder raus. Wir waren in zwei Geschäften, vor allem, also für die Kinder waren wir bei H&M und für mich selbst war ich bei C&A. Für Kira haben wir zwei Langarm-Shirts mitgenommen und drei Hosen. Also bei Hosen, da brauchst du wirklich regelmäßig welche, weil sie einfach an Knien so schnell kaputt werden bei ihr. Da gibt es immer bei H&M finde ich so nette Aktionen. 3 für 2 gibt es bei T-Shirts und bei Hosen auch. Daher brauchte vor allem eine Winterjacke und ihr haben wir auch noch einen Langarmshirt mitgenommen. Eine Hose und Socken brauchte sie auch. Insgesamt, also bei für diese Kinderkleidung bei H&M haben wir 74 Euro ausgegeben. Finde ich okay. Ich selbst, ich habe auch keine Hosen mehr. Ich habe mir 2 Paar Jeans von C&A mitgenommen und zwar das erste Mal wirklich so eine Hose, die unten gerade geht und mit hohem Bund. Da gibt es einfach nichts anderes mehr. Ja, so ist der Schnitt jetzt irgendwie bei allen Hosen. Es ist jetzt eben die Mode. Ich kann mich noch erinnern, als das letzte Mal die tief geschnittenen Hosen und die unten schmal zusammenlaufenden, diese Karottenhosen, innen geworden sind. Ja, da musste ich mich ganz lang dran gewöhnen. Ich glaube, irgendwie 1-2 Jahre habe ich meinen ausgestellten Jeans nachgetrauert und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt muss ich mich wieder an das Ganze andere gewöhnen, vor allem an diesen hohen Bund. Ich finde das nicht so bequem, aber wahrscheinlich in einem Jahr denke ich ganz anders drüber, aber dann bin ich wahrscheinlich wieder hinterher bei der Mode. Also und nichts Großartiges, ebenfalls T-Shirt und Socken, ganz basic. Für mich habe ich aber eben so 75 Euro ausgegeben. Quinn schläft noch und die Kinder sind alle gerade voll zeichnen. Deswegen werde ich gleich mich nochmal in die Küche kurz stellen, das Abendessen vorbereiten. Ich glaube, wir machen Pizza, dann mache ich so lang schnell den Teig und dann können wir am Nachmittag rausgehen und haben schon das Abendessen dann fast fertig. Beim Pizzateig ist es ganz oft so, dass ich 2 Portionen mache, 2 mal 500 Gramm Mehl. Da reicht nämlich genau ein Hefewürfel für beides. Also wenn man ein bisschen Zeit hat und den Teig nicht sehr bald braucht, innerhalb von einer halben Stunde oder so, dann kann man ruhig ein bisschen weniger Hefe nehmen und innerhalb von 2 Stunden hat dann die Hefe genug Zeit, trotzdem zu wachsen, aufzugehen und der Teig wird dann trotzdem sehr fluffig und ja, die Menge reicht dann. Und die 2. Portion, damit wollte ich dann Pitas machen, 1-2 Tage später. Quinn ist auch schon wach und beschäftigt sich mit Ausschneiden. Das ist derzeit sein Lieblingshobby, seine richtige Lieblingsbeschäftigung. Das macht er mehrmals täglich. Das ist schon gar nicht so schlecht darin. Kann er sich wirklich ganz lang konzentriert beschäftigen damit. Wir werden noch das schöne Wetter nutzen, spazieren gehen auf ein Spielplatz in der Nähe. Die Eltern, beiden Mädchen haben sich gewünscht, dass sie alleine hingehen und nehmen Funkgeräte mit, die der Papa gekauft hat vor ein paar Monaten. Das ist dann immer recht spannend und ja, schauen wir mal, wie schnell sie sind und wie viele Minuten sie auf die langsamen Eltern und kleinen Geschwister warten müssen. Unsere Kinder machen das oft auch so, dass sie Täschchen backen zum Mitnehmen. Da haben sie diesmal eine Menge so kleiner Plastiktiere mitgenommen. Meistens bleiben die dann unbeachtet. Aber das Backen und Mitnehmen an sich ist schon, glaube ich, Spaß genug. Wir haben dann wirklich noch das schöne Wetter genossen und hatten alle Spaß. Auch für uns Eltern ist es immer ganz eine schöne Sache, wenn die Kinder Spaß haben. Jetzt sind wir auf dem Heimweg. Es gab noch ein kleines Drama. Eins der Kinder hat ein kleines Tier, das sie mitgenommen hat, einen kleinen Schleichhasen und noch ein paar andere Tiere verloren auf dem Spielplatz. Jetzt sind wir nochmal zurückgegangen, haben geschaut. Aber der kleine Schleichhase ist der einzige, den wir nicht mehr gefunden haben. Ach, ja, jetzt ist mein Mann schon vorgegangen mit den 2 Kleinen nach Hause und wir haben nochmal alles abgesucht. Aber ja, nächstes Mal kommen wir nochmal wieder. Wir haben beschlossen, wir gehen ein paar Tage nochmal hin und nehmen vielleicht ein kleines Laubrechen mit und schauen dann noch durch das ganze herabgefallene Laub. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir nach Hause, dann gibt es Essen. Diese Ausflüge jetzt trotz des traurigen Endes sind wirklich schön. Also das ist etwas, was ich sehr genieße, auch gerade so, solange das Wetter noch gut ist, am Land sowieso, wo man umgeben ist von Natur, wo es wirklich immer schön ist an der frischen Luft. Das ist irgendwie etwas, wo wir alle auftanken, wo wir dann alle, weiß nicht,
gute Laune schöpfen und ja, zusammen Spaß haben. Es muss gar nichts Großartiges sein. Wie gesagt, es war zwar heute der Ausflug ins Theater, auch sehr nett und es hat den Kindern sehr gut gefallen. Genauso schön war es jetzt eigentlich am Spielplatz. Ich hoffe, es bleibt noch eine Zeit lang so, dass die Kinder, vor allem auch die älteren beiden, auch noch Interesse haben, quasi auf den Spielplatz zu gehen und nicht dann irgendwie sich abseilen und zu Hause bleiben oder lieber was Eigenes machen wollen. Also das finde ich irgendwie total schön, wenn man zusammen als Familie was unternehmen kann. Morgen geht es wieder los mit Schul-Kindergarten-Routine. 2 Tage haben wir noch und dann sind Herbstferien. Ja, und darauf freue ich mich auch. Und morgen auf den Mama-Urlaubstag auch ebenfalls. Na, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich werde das Video dann an der Stelle schon beenden und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und sagt tschüss. Bis bald.